Das Personal der Klinik am Südring bekommt es jetzt mit einem explosiven Fall zu tun. Dr. Georg Becker muss heute Nervenstärke beweisen. Alles beginnt mit einem Mann, der laut schreiend auf sich und eine verletzte Frau aufmerksam macht. Hilfe! Es kommt doch mal jemand! Ruhe! Ruhe jetzt! Wir sind ja schon da. Rollstuhl, ja, schnell. Was ist denn passiert? Ich hab diese Frau hier draußen gefunden, um die Ecke, in einer Blutlache. Und ich dachte, ich bringe sie am besten gleich hierher. Okay. Als das Getöse in der Ambulanz begann, fanden wir dort ein Pärchen vor, das ich selber eingeliefert hatte. Ein etwas älterer Mann mit einer deutlich jüngeren Frau. Die hielt sich den Bauch. Ihr Hemd war stark blutverschmiert. Der Mann hatte diverse blutende Wunden am Kopf. Schockraum, Bett 1. Kommen Sie auch mit, Sie sind ja auch verletzt. Wie heißen Sie? Klaus. Klaus heiße ich. Klaus, Herr Klaus. Seifert, Klaus Seifert. Okay. Herr Seifert, Sie nehmen mir da hinten auf dem zweiten Bett bitte Platz. So, wie ist denn Ihr Name? Hallo? Hanna. Können Sie einmal Hanna wie? Noch ahnen der Arzt und die Schwester nichts von dem bevorstehenden Drama, das sie erwartet. Bei einer ersten Untersuchung macht Dr. Becker eine erschreckende Entdeckung. Die Frau hat eine Schusswunde. Okay. Kompressen, abdecken. Ja. Blutdruck, Puls, Blut abnehmen. Jetzt machen Sie doch mal! Sie verhalten sich jetzt mal ganz ruhig. Sie kommen als Nächste dran. Sie können sich hinlegen. Ich bin jetzt ja? Unser Bestes. Ja? Schwester Linda möchte wissen, in welchem Verhältnis der Mann zu der Verletzten steht. Er behauptet, die Frau nicht zu kennen und sie lediglich blutend am Straßenrand gefunden und in die Klinik gebracht zu haben. Also sind Sie jetzt nicht nähere Angehörige oder? Nein, ich kenne die Frau überhaupt nicht. Der Mann wirkte auf mich sehr nervös, sehr ängstlich, agitiert. Ich hatte den Eindruck, dass durchaus auch eine psychische Erkrankung vorliegen konnte. Sind Sie gestürzt oder was ist mit Ihnen passiert? Ja, also ich habe die Frau hochgehoben, wollte sie in meinen Wagen legen und dabei bin ich ausgerutscht und bin gegen das Auto geknallt. Hanna, das sieht verdammt nach einer Schussverletzung aus. Was? Das kann doch gar nicht sein, dass Sie es nicht wissen. Ich sehe hier eine Eintrittswunde, da hinten eine Austrittswunde. Beide sind rund. Ich weiß. Wie geht's denn der Frau? Das Puppenwerk. Der Frau geht's ganz überraschend gut. Ja, sie hat eine Schussverletzung. Wie bitte? Eine Schussverletzung. Die Blutung kommt durch eine Schussverletzung, die anscheinend ziemlich glimpflich abgelaufen ist. Es ist absolut unverständlich, dass eine zu Ort, Zeit und Person orientierte Patientin über eine solche Verletzung keinerlei weitere Angaben machen kann, behauptet, keine Angaben machen zu können. Die Frau hat offensichtlich gelogen und der Mann schien auch einiges zu verbergen. Die Kugel scheint ausgetreten zu sein hinten und Sie müssen ein Riesenglück gehabt haben, dass die Lunge nicht verletzt worden ist. Ja, das Atemgeräusch ist noch gut auf beiden Seiten. Machen Sie sich bitte im Moment keine akuten Sorgen. Wir müssen aber ein CT machen, um festzustellen, ob irgendeine kleine Sickerblutung die Lunge zusammendrückt. Ja, Sie werden gleich ins CT gefahren. Ist ein bisschen stressig jetzt hier, ne? Okay. Blutdruck ist ein bisschen erhöht, ne? Aber ist ja normal. Okay, CT ist angemeldet. Sie kann sofort rüber. Was machen Sie denn jetzt? Wir fahren Sie zum CT. Wo bringe ich denn jetzt die Frau hin? Sie muss zum CT. Da kann ich da nicht mitkommen. Nein, da können Sie nicht. Moment, einer vorne, bitte. Ja. Noch ist unklar, was den Patienten zugestoßen ist. Dr. Becker nimmt dem Mann allerdings nicht ab, dass er die verletzte Frau nicht kennt. Schließlich ist er außergewöhnlich besorgt um sie. Sofort die Polizei anrufen. Es ist eine Durchschussverletzung. Ja? Ich muss zurück, die sollen sofort kommen. Ja, alles klar. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, bei solchen ungeklärten Schussverletzungen sofort die Polizei zu benachrichtigen. Sie sind gefallen da schon. Ja, das habe ich doch schon zweimal erzählt jetzt. Also. Jetzt reicht's aber mit Ihren Frechheiten hier. Wie bitte? Ja, Sie benehmen sich hier wie die Axt im Walde. Ja, entschuldigen Sie mal bitte. Also. Wir wollen Ihnen helfen. Wir helfen der anderen Frau, die war schwerer verletzt als Sie. Ja, jetzt nehmen Sie sich mal ein bisschen zurück, ja? Ist ja okay. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe schon ein bisschen sauber gemacht, aber es ist ja nicht. Es blutet nicht, ne? Nee, nee. Wie war der Druck? 190 zu 100. 190? Mhm. Gut, dann kriegt er jetzt erstmal eine Biotensin zum Kauen. Okay. Ne? Ihr Blutdruck ist bei 190. Kein Wunder, wenn Sie sich so aufregen. Jetzt atmen Sie schön langsam und tief durch. Setzen Sie sich doch mal in meine Situation. Also entschuldigen, ja, gut, ich bin hier auf der Straße und da okay, macht man sich doch Sorgen. Ruhe, stopp. Sie müssen sich viel mehr Sorgen machen, dass Sie jetzt keinen Infarkt oder Schlaganfall kriegen, okay, bei 190.
Wir geben jetzt erstmal ein schnell wirksames Blutdruckmittel und dann gucken wir noch mal. Ihre Wunden werden jetzt einfach zugemacht. Das sind relativ hochgradige Schürfwunden. Und die wollen sich beim Sturz auf die Straße zugezogen haben. Ja, ich meine, natürlich, also... Natürlich, sieht nicht so aus. Ich bin ausgerutscht, dann bin ich gegen... Hohe ihr Blutdruck. Mein Gott, ja, also, wirklich. Wie geht's denn eigentlich der Frau? Achtung, einmal ruhig bleiben. Das kann ich Ihnen sagen, wenn sie zurückkommt. Einmal so ein Blutdruckmittel unter die Zunge, ja? Okay? Sie machen sich ja enorme Sorgen um Ihre... Kleinen Schluck Wasser nachtrinken, einmal den Kopf anheben. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Ich fand seine Reaktion in jeder Hinsicht völlig unpassend. Die Besorgnis, die Aggressivität, es passte eigentlich gar nicht zusammen. Ich hatte zwischenzeitlich den Eindruck, dass es sich bei dem Mann um einen wirklichen Psychotiker handeln könnte. Die Aggressivität war wirklich jenseits des Üblichen. Gut, also das Zeug wirkt. Die guten alten Calcium-Antagonisten, wir holen jetzt ein Stühlchen für Sie und fahren Sie vorne in den Wartebereich. Okay. Da hat jemand bei mir an der Anmeldung kommen, da sitzt ein kleiner Patient, okay. Eine Mutter mit ihrem Sohn. Ja. Ja, wir können ja tauschen. Er kommt vorne in die Anmeldung, er sollte noch mal eine Stunde warten und dann nehmen wir den Patienten den neuen rein. Ne? Ja, okay. Der Mann ist versorgt und soll an der Anmeldung auf die junge Frau warten. Dr. Becker will jetzt einen 10-jährigen Jungen behandeln. Er hat sich den Zeh verletzt und kann kaum laufen. So, was gibt's hier? Verletzung am Zeh? Ja, mein Sohn hat sich verletzt beim Fußballspielen. Oder erzähl du mal gerade. Ja, ich hab. Wie heißt du? Philipp. Philipp. Was ist passiert, Philipp? Ich habe auf der Straße mit meinen Freunden Fußball gespielt und habe am Ball vorbei volle Kanne gegen die Bordsteinkante getreten. So direkt senkrecht, ja, oder direkt, seitlich? Direkt senkrecht. Okay, und wann war das? Ist nicht lange her. Wir sind direkt von einer Stunde circa. Ja. Mhm. Der Junge hatte Fußball gespielt, daneben getreten und frontal mit dem Bordstein kollidiert. Okay. Nun beweg mal bitte. Es geht, aber es tut halt schon ziemlich weh. Also er ist echt nicht wehleidig. Mhm. Was eigentlich ist es auszuhalten, oder? Ja. So Tasten, das Tasten ist relativ unauffällig. Okay. Das steht nicht schräg, keine Frakturlinie. Du bekommst Ibuprofen 400, okay, das können Sie bei seiner Größe auch ruhig dreimal täglich schon geben und gehst erstmal nach Hause. Okay. Und wenn das morgen eher mehr wehtut als weniger, trotz Ibuprofen und Weiterkühlen, dann meldest du dich noch mal in unsere Ambulanz. Das okay. Ja, bitte. Ich bin gerade aus dem Notfall-CT zurück. Bei den Patienten sind keine inneren Verletzungen. Die Organe sind. Das gibt's doch gar nicht. Genau, und die kleinen Blutgefäße sind ebenfalls nicht betroffen. Einmal durch und nichts getroffen. Habe ich auch noch nie gehört, sowas. Wahnsinn. Aber bei dem Hergang wissen wir immer noch nichts. Sie hat noch Schmerzen, sie hat aber schon was bekommen. Das wird jetzt auch ein bisschen besser. Ja. Wir hatten Morphin, war ja in der Infusion. Ja, genau. Also wenn Sie jetzt atemstabil ist, kreislaufstabil ist, lassen Sie dann noch mal ein bisschen liegen. Ich mache hier meine Dokumentation zu Ende und komme dann rüber, ja? Ja. Sein Zeh war überraschend blau, also ein relativ großes Hämatom. Bei mehrfachen Tasten hat sich die Schmerzreaktion des Jungen doch abgeschwächt. Ich bin mal davon ausgegangen, dass er auch ein bisschen einfach erschrocken war, wie der Zeh so aussah. Er konnte ihn auch gut bewegen. Man macht keinen groben Fehler, wenn man die ganze Sache einfach beobachtet. Wenn er am nächsten Tag keine Schmerzen mehr hat oder deutlich weniger Schmerzen hat, muss man nicht mehr von einem Frakturverdacht ausgehen. Ansonsten verpasst man auch nichts, wenn die Röntgenaufnahme einen Tag später gemacht wird. Dr. Becker nimmt an, dass der Zeh lediglich verstaucht ist. Weitaus größere Sorgen bereiten dem Arzt die Neuigkeiten von Schwester Nancy. Ja, Nancy? Was ist das Problem? Die Polizei hat gerade angerufen. Wer hat angerufen? Die Polizei. Und es gab wohl einen bewaffneten Raubüberfall mit einer Schießerei und einem Pärchen, wohl eventuell einer verletzten Person. Und die Beschreibung von der Polizei passt genau auf die beiden, die wir jetzt hier nebenan gerade behandelt haben. Ja, er war ja besonders komisch. Der ist ziemlich aggressiv und die beiden sind jetzt mit denen allein. Was machen wir jetzt? Ja, dann muss ich mal versuchen, rüberzugehen und das so ein bisschen aufzulösen, denke ich. Ja. Wann kommt denn die Polizei? Die ist schon auf dem Weg, hat mir gesagt. In so einer Situation muss man versuchen zu sortieren, welche Aufgaben jetzt vordringlich sind. Ich saß
als meine erste Pflicht an, sowohl die schwerer verletzte Patientin, auch wenn sie zu dem kriminellen Pärchen gehörte, als auch Schwester Linda aus dem Bereich des äußerst aggressiven Täters zu bringen. Ganz tief durchatmen. Okay, okay. Sie gehen nach rechts, gucken okay. da gar nicht rein. Okay, ich okay. gehe geradeaus. Okay, okay. Okay. Ich bin soweit. Der Mediziner muss das Täterduo in der Klinik festhalten. Hallo. Genau, dann habe ich noch die Kompressen raus. So, ich habe so gemischte Nachrichten für Sie. Ja, übernehmen ruhig. Silvia, können Sie vorne an der Anmeldung noch mal helfen? Da gibt es ja, auch ein paar. Bringen Sie noch was Wasser, ja? Also, wir müssen Sie leider operieren. Bitte? Doch, operieren. Ich wusste aus dem Ergebnis des CTs, dass für die junge Frau keine akute Bedrohung vorlag. Über weitere Maßnahmen konnte man noch keine Aussagen machen. Ich habe dann beschlossen, dass es eine gute Idee ist, die drei zu trennen. Und habe dem Mann vorgespielt bzw. vorgelogen, dass man seine Freundin direkt und sofort wegen einer gefährlichen Blutung operieren müsse. Sie müssen einfach operiert werden. Okay, also! Also wenn sie jetzt hier operiert werden muss, dann machen sie es doch hier! Wir können hier aber nicht operieren, wir haben gar nicht die ganzen Mittel dazu. Stopp! Aufhören! Ganz ruhig! Lassen Sie die Hand runter. Also entweder lassen Sie wird sie jetzt hier operiert oder das Patientenunglück! Ruhig, ganz ruhig, sonst sterben hier mehrere Leute, ja? Sie wahrscheinlich auch, am Schlaganfall. Wir können Sie hier nicht operieren. Sie braucht eine Vollnarkose. Ich weiß nicht, wie groß die Verletzung von dem Blutgefäß ist. Es geht nicht. Dann versorgen Sie sie, dass ich sie mitnehmen kann. Dazu brauche ich Hilfe. Mach was, ey. Ich brauche Hilfe. Ich kann sie nicht alleine versorgen. Jetzt hören Sie auf zu diskutieren! Ich brauche Schwester Machen Linda. Machen Sie! Ich mache gar nichts ohne Schwester Lindas okay, sie Hilfe. Okay, wollen sich an das 10-3. Eins. Ich kann sie nur versorgen, wenn Schwester Linda mir hilft. Okay, so. Jetzt machst du die Scheißtür zu! Los! Bis die Polizei eintrifft, muss Dr. Becker den Anweisungen des Mannes Folge leisten, um auch für Schwester Lindas Sicherheit zu sorgen. Doch der Täter gerät zunehmend in Rage und droht, den Arzt zu erschießen. Ja, dann sterbe ich. Okay? Aber Ihre Freundin auch. So, wir müssen jetzt hier weitermachen. Von sonst. Macht! Der Schutz des Personals hat für die eintreffenden Polizisten Arne Schneider und Mark Westerhofen oberste Priorität. Da es um die Sicherheit von Dr. Becker und Schwester Linda geht, nähern sie sich den Tätern mit äußerster Vorsicht. Los! Polizei! Legen Sie die Waffe weg! Hey, das Krankenhaus ist umstellt! Das hat keinen Sinn! Das SEK... Verpisst euch! Oder es gibt hier Tote! Beruhigen Sie sich! Beruhigen Sie sich! Machen Sie keine Dummheiten! Keine Dummheit, lassen Sie die Frau los! Kein Wort! Wenn ihr hier reinkommt, ist sie tot! Okay, passen Sie mal auf. Wir reden jetzt ganz vernünftig, okay? Was wollen Sie denn? Verletzen Sie keinen, machen Sie das denn noch schlimmer. Ihre Freundin wird sonst sterben, wenn sie nicht operiert wird. Hanna operiert wird! Ich will, dass Hanna versorgt wird und dann will ich hier raus! Hast du verstanden, Bulle? Als die Polizei dann kam, sah er, dass er in die Enge getrieben wurde. Und ich habe ihm weiter erzählt, dass das Leben seiner Freundin in Gefahr ist und dass er jetzt zustimmen soll, dass wir sie wirklich in einem richtigen OP versorgen dürfen. Du willst, dass sie versorgt wird, richtig gut versorgt wird. Ja. Wir machen das. Aber gib jetzt zur Ruhe. Lass uns die OP machen, bitte. Du kommst doch hier nicht. Jetzt hör mal auf zu quatschen, ich muss nachdenken. Der Doktor braucht die Schwester, sonst stirbt deine Freundin. Sie braucht die OP wirklich. Mann, was soll ich da machen? Ganz kurz die Tür auf. Wir kommen nicht rein. Ja, wir kommen nicht rein. Mach keine Dummheiten. Verpiss dich, Bulle! Wir müssen sie operieren. Komm, pass auf, ich stell meine Waffe weg. Ich stell die Waffe weg, okay? Tu die Waffe runter. Hör auf, Hanna. Das hilft deiner Freundin nicht. Guck mal hier, meine Waffe ist weg. Das hilft deiner Freundin nicht. Der Arzt kann nichts machen in der Zeit. Wir helfen dir. Darf ich die Pistole nehmen? Wir tun dir nichts. Ja, sehr gut! Gib her. Gib sie mir. Wir helfen ihr sofort. Gib sie her.
Ist okay. Alles ruhig. Ist okay. Ist okay. Ja, ja, sehr gut. Hand auf den Rücken. Als der Mann mir die Waffe dann tatsächlich in die Hand gab, fiel mir nicht nur ein Stein vom Herzen. Ich habe noch nie so eine Situation erlebt. Ich kann gar nicht beschreiben, wie erleichtert ich war. Was ist mit seiner Frau oder Freundin? Nicht, dass die beobachten wir jetzt. Okay. Helfen Sie Hannah, bitte. Helfen Sie Hannah. Es war ein Fake. Sie muss nicht dringend operiert werden. Mir geht's gut. Es geht ihr gut. Die muss jetzt nicht operiert werden. Okay, sie wird durchkommen. Beruhig dich wieder. Sie wird durchkommen, okay? Gut. Wo können wir die beiden bringen? Bringen Sie auf die Innere. Alles und klar. Sie bleiben dabei. Ja, ja, das ist keine Bange. Machen wir schon. Es kommt der Kollege, nimmt Ihnen Blut ab. Sie kriegen noch ein EKG auf der Station gemacht. Und dann klären wir alles wie bei anderen Patienten auch. Okay? Und wir sind ruhig? Ja? Ja. Nach Rücksprache mit dem diensthabenden Arzt hier vor Ort haben wir natürlich erstmal uns um das Wohlbefinden unseres männlichen Straftäters gekümmert. Und der braucht auf jeden Fall nicht nur eine ärztliche Behandlung, um seine Wunden eben zu behandeln, sondern auch tatsächlich eine psychologische Betreuung. Deswegen war es klar gewesen, dass wir den erstmal wohl nicht ins Präsidium bringen, sondern hier vor Ort in eine Station einweisen und er dann anschließend hier ärztlich versorgt wird. Die Dame, die noch schwer verletzt eben halt im Schockraum lag, die musste natürlich auch später bewacht werden mit einem Verstärkungsmittel, was wir angefordert haben über die Leitstelle. Und wenn die hier eintreffen, werden sie sich um die Dame dann noch kümmern. Beim Überfall auf einer Tankstelle hat sich der Tankwart gewehrt und versehentlich einen Schuss auf die Frau abgegeben. Daraufhin ging der Täter auf ihn los und wurde selbst verletzt. Das Paar wird wegen schweren Raubes belangt. Der Mann muss sich zudem wegen Geiselnahme verantworten.